Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Regrowth mit Das Flip, wo es interessante Neuigkeiten gibt, denn es gab wieder ein Update und wir haben nun die Version von Botania mit den neuen Botania-Rüstungen. Ich habe immer noch die Terra-Stil-Rüstung an, aber sie hat ihr Aussehen sehr verändert und ist jetzt fancy bis dort hinaus. Ich bin begeistert davon. Ich wusste, dass diese neuen Armor-Models kommen. Ich habe das verfolgt auf Twitter. Weave, der Mensch, der die Kunst, das Artwork hinter Botania macht, hat schon lange was davon getwittert, von den neuen Rüstungen. Und nach kamen die eben ans Licht, wie sie aussehen werden, wurden teilweise nochmal überarbeitet. Und jetzt sehen die eben alle sehr viel interessanter aus als vorher. Wir versuchen mal die Elementium-Rüstung im Vergleich dazu, schauen uns an, wie die rüberkommt. Oh ja, die gefällt mir ja fast noch besser. Wow. Ha, habt ihr schon mal eine rosane Rüstung gesehen, die dermaßen badass aussieht? Also ich nicht. Und dann wurde auch Mana-Stil überarbeitet und auch Mana-Weave. Das wusste ich gar nicht, dass das existiert. Das ist offenbar ein Stoff aus Botania, der mit Mana verfeinert wurde. Und auch das wurde überarbeitet. Wow, selbst die Mana-Stil-Rüstung sieht jetzt so gut aus. Hammer. Also ich bin ein bisschen verliebt in diese Modelle. Muss ich zugeben. Welche nehmen wir denn? Oh Gott, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Nehmen wir dir die Terra-Stil-Rüstung. Terra-Stil rockt. Terra-Stil ist die beste. Und es gibt aktuell auch ein paar, also die Macherin hinter Botania, Vasky, das war der Name, hat einige neue Sachen hinzugefügt, beziehungsweise weniger neue Sachen hinzugefügt, sondern bestehende Sachen vor allem verändert. Und dabei wurden auch ein paar Pflanzen gestärkt, dass sie jetzt mehr Mana produzieren als vorher. Die wurden ein bisschen gebufft, um die Balance dann doch wieder ein bisschen reinzubringen, denn die Nerfs in Botania waren in letzter Zeit dann doch ziemlich krass und da wurde wieder ein bisschen was rausgenommen. Ja, also von dieser Seite wundervolle Neuigkeiten. So, was gibt es für Neuigkeiten zu tun hier in Regrowth für uns? Nun, eine Menge. Aber ich habe mir heute eine Sache vorgenommen, die absolut überfällig ist. Dieser Schandfleck hier. Dieses unfertige Ding, das hier seit Dutzenden von Folgen steht. Ja, es ist allerhöchste Zeit, das umzubauen und fertig zu machen. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es tun. Ich habe das so lange vor mich hergeschoben, weil ich echt nicht gut im Bauen bin. Ich meine, wir haben diesen wunderschönen Keller hier und auf den bin ich stolz wie Oscar. Aber ganz ehrlich, das da außen? Ich meine, es wird vielleicht schon, wenn wir es mal fertig bringen, aber so, das kannst du ja keinem erzählen, oder? Ich meine, nein, dieses Ding wird heute fertig gebaut. So sieht's aus. Okay, ich habe mir Fantasy Blocks besorgt, die hatte ich noch rumliegen und Voidstone, denn aus Voidstone sind hier diese Pfeiler an den Seiten und auch das hier ist Voidstone. Das sind alles Blöcke aus der Chisel Mod und mit denen werde ich jetzt diesem Gebäude hier an den Kragen gehen und versuchen da, endlich was fertig zu machen. Donnerwetter, sieht das fancy aus. Lauter verschiedene Runenzeichen. Hammer. Ich frage mich, ob es zwischenzeitlich auch ein Update für Chisel gab. Ich könnte es mir gut vorstellen. Wir spielen das hier schon so lange, da gab es wohl für alles schon 5 Updates. Aber mir gefällt's. Habe ich übertrieben? Ist das zu viel? Ich glaube nicht. Aber ich muss sagen, das ist zu eintönig. Der geht so hoch und der sieht überall gleich aus dann. Da werden wir in irgendeiner Weise Ornamente reinmachen müssen, glaube ich. Und der ist mir auch noch viel zu hell. Irgendwie muss ich da dunkle Farbe reinbringen. Wir haben da ja ein praktisches Werkzeug für solche Spielchen. Wo ist mein Zauberstab? Thaumcraft? Ich hatte da schon mal was gemacht. Ich bin doch nicht blöde. Was zum Geier? Habe ich den hier drin einfach verstaut? Kann das sein? Da ist er nicht. Haha. Na also. Und mit dem können wir ja, auf Wunsch auch recht großflächig, einfach Steine auswechseln. Und ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht diese Bricks durch andere Blöcke ersetze. Ja.
Was für welche wollen wir denn da nehmen? Es bietet sich natürlich an, irgendwelche aus der Chisel-Mod zu schnappen. Und nachdem es gechisselte Arcane Stone Bricks gibt, bin ich geneigt, die zu nehmen. Denn Arcane Stone Bricks sind ja eigentlich Steine aus Thormcraft selbst. Also das hier sind Arcane Stone Bricks in der gechisselten Variante. Das hier, alles. Und die haben alle so dieses Grau mit schwarzen Rändern. Und ich glaube, es wäre sehr passend, das dann auch für den Turm selber zu verwenden. Arcane Stone Bricks machen wir mit diesen Shards von Thormcraft. Nicht denen hier von Forbidden Magic. Ich glaube, mit denen klappt das nicht. Sondern die anderen, da habe ich hier gar keine mehr rumliegen. Da muss ich halt dann eben welche nachcraften. Und dann brauchen wir, soweit ich weiß, Clean Stone. Da habe ich gerade auch welchen gekocht und bin dann noch dabei. Da brauchen wir noch mehr davon, denn den kann ich leider nicht herstellen. Ich kann nur Cobblestone herstellen und muss den dann eben hier durchbraten. Und wenn ich da ein wenig mehr davon habe, dann können wir uns eben Arcane Stone Bricks machen. Oder Arcane Stone. Wo haben wir denn hier diese Shard Essence? Hier haben wir die. Das sollte doch genügen. Und dann packen wir das mal einfach so hier rein. Welche Shards genau wir haben, ist ja gar nicht so wichtig. Und dann können wir... Oh, ich habe was vergessen. Hehe. Dafür brauchen wir ja die Arcane Workbench. Und die haben wir in unserem jetzt ziemlich hohen Turm. Und ich finde, er sieht furchtbar aus. Da müssen wir definitiv was dran damit machen. Aber da bin ich ja gerade dran. Also, außenrum packen wir Cleanstone, wie gesagt. Und innen rein... Nanu, wo sind die Shards denn? Hier, okay. Und da bekommen wir diese Arcane Stone Blocks raus. Und die können wir dann irgendwie auch zu Arcane Stone Bricks machen, genau so. Okay, schauen wir mal, wie es zum Beispiel mit den Arcane Stone Blocks aussieht. Ich kann einfach mal einen hier hinsetzen. Dann packen wir den hierher. Wo habe ich jetzt meinen Zauberstab wieder hingeschmissen? Ach, natürlich. Hey, der ist hier drin noch. Wir haben ja in der letzten Folge rausgefunden, wir könnten uns auch ein Ersatzwerkzeug für diesen Zauberstab von Botania machen. Aber probieren wir das doch mal mit dem hier aus. Da hier unten könnten wir das vielleicht noch so lassen. Aber packen wir mal hier was davon hin. Schwer zu beurteilen noch, ob das so gut aussieht oder nicht. Jupp. Nein, du nicht. Besser. So, dann du wieder. Mit Linksklick kann man ja einzelne Blöcke verarbeiten, das ist ganz praktisch. Und vielleicht macht das die ganze Sache ein wenig besser. Gucken wir mal. Ich brauche das noch auf etwas größerer Fläche, um zu sehen, ob sich das gut miteinander macht. Ich bin sowas von nicht zufrieden damit. Oh Gott, das sieht furchtbar aus. Da muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Ich glaube, ich könnte da was auf der Spur sein, Leute. Was meint ihr dazu? Das ist dunkler Voidstone, den ich damit eingefügt habe. Und ich finde, das gibt dem Ganzen etwas mehr Kontur. Ich glaube, das gefällt mir soweit ganz gut. Ich will das mal bis ganz oben durchziehen. Dann werden wir auch diesen ganz flach aussehenden Stein hier los. Ich glaube, der macht viel von der langweiligen Fassade aus, die das Ding bisher hatte. Und ich habe doch noch welchen. Ach so, jetzt weiß ich. Wenn man Shift rechts klickt, wählt man ja den aktuellen Block aus. Und beim Sinkflug gerade habe ich natürlich Shift gedrückt gehabt und habe auf so einen Fantasy-Block geklickt damit. Ja, ich glaube, dass... Ups. Ja. Nein. So. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich glaube, ich habe herausgefunden, was mich an dem Turm so gestört hat. Es war dieses blasse Lila.
Dieses Dunkle gefällt mir viel besser. Ich habe den Rand jetzt auch noch damit ersetzt und ich habe solche Voidstone-Augen alle Nase lang hier in den, in diesen Turm hineingesetzt. Jetzt wird das Ganze so ein bisschen Thormcraftiger, finde ich, allmählich. Ja, ich denke, das ist der richtige Weg. Nur ist mein Zauberstab leer gegangen. Ich kann nicht mehr zaubern damit. Jetzt müssen wir entweder nach Auranodes suchen. Wir konnten hiermit nach Perditionodes suchen, soweit ich weiß. Oh, wurde das zurückgesetzt? Kann das sein? Bei einem Update? Verdammt! Ja gut, dann machen wir es jetzt anders. Dann basteln wir uns einfach das Pendant zu diesem Greatwood Wand. Das Pendant dazu aus, sag's mir, Botania, genau. So, den packen wir hier rein. Und dann wollen wir mal sehen, wie sich dieses Ding aus Botania craften lässt. War das die Rod of Terra Firma? Kann das sein, oder? Irre ich mich da? Schauen wir mal nach. Bauble Case, das ist auch ein neues Feature. Das ist ein Kasten, in den man Baubles hineinpacken kann. Aber ich lasse mich jetzt mal nicht ablenken von den fancy neuen Sachen in Botania. Beziehungsweise, was ist denn das hier? Botania hat sich verändert seit einer letzten Version. Shift links klicken, um die Veränderungen zu sehen. Ach ja, stimmt, jetzt geht bei mir hier auf dem zweiten Bildschirm ein Fenster auf mit dem Chainslock im Internet. Die Dandelion hat nicht gescheit funktioniert. Die Teru Teru Bozu kann jetzt traurig gemacht werden. Was für ein Ding? What? What? Too spoopy. Ah, und da ist auch diese Mana Weave, aus der wir uns eine Rüstung machen können. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken, um Gottes Willen. Ah, Hilfe. Botania ist viel zu awesome. Ich kann Botanias Awesomeness definitiv nicht handeln. Rod of Terra. The Terra Firma war's. Oh nein, das ist was anderes. Dann war es irgendeine andere Rod. Die wird sich ja wohl finden lassen. Highlands Depths Hells. Nö, das ist auch was anderes. Lands Molten Core. Plentiful Mantle, Rod of the Seas. Shaded Mesa. Oh, die Rod of the Shifting Crust war es, glaube ich, oder? Ja, Swap Blocks. Yep. Alles klar. Rod of the Shifting Crust. Wie mache ich dich? Eine Rune of Sloth ist das Einzige, was einigermaßen teuer ist. Und jetzt müsste ich überlegen, welche Version von Botania hier drauf ist. In den allerneuesten ist es jetzt so, dass Runen tatsächlich nicht mehr verbraucht werden. Was ziemlich awesome ist tatsächlich und uns Rezepte natürlich viel einfacher macht. Aber ich frage mich, werden die im Crafting noch verbraucht und nur im Altar nicht mehr? Das wäre auch möglich, ich weiß es nicht. Wir werden nachsehen müssen. Ich brauche ein wenig Living Wood. Hier habe ich noch so ein Living Wood Twig, das ist gut. Dann muss ich nur einen craften. Ups, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Arg. So, und dann waren das einfach nur zwei Cleanstone. Habe ich jetzt zufällig Cleanstone rumschwirren? Nein, habe ich nicht. Dem kann geholfen werden. Schauen wir mal. Ein Cleanstone, zwei Cleanstone. Check. Und dann basteln wir die noch dazu hier. Na, geh du weg. Ja, dabei wurde die Rune auf jeden Fall verbraucht. Dann steht als nächstes an, dieses Ding auszuprobieren. Okay, dann gucken wir mal. Von der Bedienung sollte das genauso funktionieren, okay. Oh, Botania Fanciness. Die müssen anscheinend... Wow, die Blöcke können sogar voneinander entfernt sein. Und das Linksklicken funktioniert auch.
Oh Mann. Ja, Botania. Botania. Botania kann alles. Was gibt's eigentlich, was Botania nicht kann? Botania ist awesome. Ich liebe Botania. Und die Blöcke droppen hier tatsächlich richtig. Das ist ein interessanter kleiner Unterschied. Okay, dann sammle ich diesen übrigen Voidstone, der hier herumliegt, wieder auf und mache den wieder zu dem dunkleren Voidstone, den ich haben will. Und so verfahre ich jetzt damit, bis ich hier diesen ganzen Turm fertiggestellt habe. Glücklicherweise habe ich sehr viel mehr Mana als magische Essenz von Thaumcraft. Und es ist ja immer noch so, in Thaumcraft ist unsere Questline, unsere Thaumcraft-Questline im Moment tatsächlich gesperrt. Die war mal offen, aber mit einem Update hat sich das wieder geändert. Und dadurch müssen wir die neu freischalten. Und ja, da muss ich dann ein wenig questen, damit wir das erreichen, dass wir die wieder freischalten. Aber wie gesagt, zuerst wollte ich diesen furchtbaren Turm hier endlich fertig bauen, diese endlos lange Baustelle, weil mich das langsam echt einfach nur noch genervt hat. Ich meine, das ist alles, was wir hier gebaut haben, es sieht eigentlich gut aus und ich habe mir Mühe dabei gegeben, aber diese dumme Baustelle hier habe ich viel zu lange stehen lassen. Es wurde absolut allerhöchste Zeit, dass ich da mal was mache, dass diese Baustelle verschwindet und einem einigermaßen schicken magischen Turm weicht. So. Da finde ich, hat unser Magierturm schon einen großen Fortschritt gemacht. Er ist noch nicht perfekt, aber er ist definitiv besser als vorher. Und während vorher eher so ein mittelmäßiger Kontrast da war aus, ja, lila und weiß-lila, haben jetzt so ein fast schwarzes, dunkles Lila und das Weiße mit diesem Goldkontrast an der Ecke. Das gefällt mir sehr viel besser als vorher. Ich werde jetzt noch diese Augen außenrum anbringen und dieses letzte bisschen blasslila hier unten werde ich auch noch tilgen. Jawohl, das gefällt mir auch besser. Da holen wir noch raus, was an Blöcken übrig geblieben ist. Whoops, jawohl. Magnetring for the win. Und aus irgendeinem Grund komme ich da gerade nicht nach unten. Okay, das war der Flugling, der da ein wenig rumgesponnen hat. So, und dann könnte ich jetzt vielleicht noch an der Fassade etwas, also zunächst werden wir jetzt mal diese Augen noch einsetzen und dann denke ich, mache ich noch was mit Arcane Stone Bricks, denn ich glaube, hierzu passen die besser als zu diesem Zeug. Das Allercoolste am aktuellen Botania-Update habe ich euch noch gar nicht erzählt. Seht ihr das? Mana Pools haben nun tatsächlich eine Senke in sich drin. Das heißt, es sind jetzt tatsächlich Pools, in die man auch hineinlaufen kann. Und dann sieht es so aus. Dann stehe ich wirklich in denen drin. Bis jetzt ist man nämlich auf ihnen drauf gestanden und auch Items sind nicht in sie reingefallen, sondern auf ihnen liegen geblieben. Das war immer so ein bisschen seltsam. Jetzt ist das anders. Ich finde das verdammt cool. Ja, das gefällt mir. Spark in meinen Augen. Mit diesen gechiselten Arcane Stone Bricks bin ich aber, glaube ich, auch nicht ganz zufrieden. Ich glaube, ich habe ein Design gefunden, bei dem ich erstmal bleiben will. Ich habe jetzt hier doch wieder so Purple Fantasy Blocks eingesetzt, weil die Arcane Stone Bricks auch, da brauchte ich so viel Cleanstone und da habe ich ja noch nicht so viel. Darum habe ich damit weiter experimentiert und ich finde, so macht sich das eigentlich ganz gut. Oder? Was meint ihr? Dann habe ich den schwarzen Grimstone hier noch zwischen die Augen gesetzt, damit nicht allzu viel weiß ist. Und jetzt gefällt mir das tatsächlich ziemlich gut. Nun, ich werde an der Stelle den Turmbau zu Babel fürs Erste abbrechen, denn hier ist schon furchtbar viel Zeit reingegangen, mehr als ich eigentlich habe. Deswegen werde ich die Folge jetzt mit den Rest der Folge mit anderen Dingen verbringen. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich kann euch mal erzählen, wir haben ja noch kein Dach drauf und ich habe einen Plan für das Dach. Ich habe erst überlegt, mache ich so ein Spitzdach mit Carpenters Wedge Slopes drauf, von den Carpenters Blocks. So, das ist die Dachkonstruktion, die ich hier auch verwendet habe, nur die könnte man dann ja so einigermaßen rund gestalten. Das könnte man tun. Dann hatte ich aber den Gedanken, so ein hoher Turm, das erinnert mich eigentlich total an
den Herr der Ringe und den Turm von, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts durcheinander bringe. Saruman war das, ne? Sauron? Hatten die nicht. Moment, die hatten beide solche Türme. Und beide waren oben flach und in dem von Sauron war oben doch dieses große leuchtende Auge. Und sowas Ähnliches möchte ich hier tatsächlich machen. Ich meine, damit das wirklich optisch passt, klar müsste ich den anders bauen. Das war auch überhaupt nicht meine Absicht. Aber ich fände es cool, oben auf die Spitze, beziehungsweise das ist ja nicht wirklich eine Spitze, dann aber oben aufs Dach so eine große Aura-Node zu züchten. Das geht ja. Man kann ja Aura-Nodes bewegen, zusammenpacken und dann mehrere fusionieren lassen, sodass das eine riesengroße Aura-Node wird. Und so eine dann da oben drauf zu packen, das wäre ziemlich cool, oder? Mir gefällt der Gedanke. Ich glaube, das will ich machen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Wie gesagt, die Zeit ist vorangeschritten und ich habe nicht unendlich viel davon. Ihr wisst die Geschichte ja. Dementsprechend widmen wir uns jetzt anderen Dingen, würde ich vorschlagen. Ich räume mein Inventar auf und dann machen wir uns daran, ein wenig die Quests durchzugucken, die ich habe. Denn die Thorncraft-Quests sind nicht da und in Thorncraft will ich eigentlich gerne was machen. Hätte ich gerade Lust dazu, also würde ich die gern freischalten. Und dann haben wir ja mit Mechanism angefangen das letzte Mal. Haben hier unten provisorisch einen Raum eingerichtet, in den ich die ersten Maschinen gestellt habe. Dann habe ich aber festgestellt, Moment, es wäre jetzt eigentlich totaler Quatsch, damit weiterzumachen. Denn es ist ja so, wir bekommen eine Mechanism-Questline freigeschaltet, die existiert bereits. Noch nicht allzu lang, aber sie existiert. Und sie wird entweder noch ausgebaut oder wurde fertig ausgebaut, erst mit diesem Update. Die wollen wir natürlich auch mal freischalten. Also müssen wir weiter questen, damit wir diese übrigen Questlines freigeschaltet bekommen. Und ich sollte meinen Magnetring ausziehen, damit ich nicht alles aufsammle. So, ich werde mein Inventar freiräumen und dann schauen wir mal, was an Quests so alles ansteht. Ein paar Quests, die eigentlich ganz gut zu machen sein sollten, sind die in What the World Enables, wo wir noch ein paar Maschinen craften sollten. Da haben wir letztes Mal das mit dem Bloomery Furnace gemacht. Jetzt haben wir hier noch andere Maschinen von Forestry. Wir haben hier nämlich den Fermenter. Danach kommt die, wie heißt das Ding nochmal? Werden wir dann sehen. Und wir haben hier die Centrifuge. Die schaltet auch etwas anderes frei, stand im Quest-Tooltip. Also holen wir uns das Ding. Nützliche Produkte aus Honigwaben zu extrahieren, benötigt eine Zentrifuge. Na dann, bau dir eine. Okay, wie bauen wir uns eine Centrifuge von Forestry? Centrifuge. Das ist eine von Thorncraft, das ist was anderes. Wir brauchen eine Menge Kupfer, wir brauchen ein Sturdy Casing, das wir in der Rolling Machine aus Bronze machen können. Okay. Und etwas Glas. Das heißt, wir brauchen Kupfer, Bronze und Glas. Schauen wir mal, was wir davon zur Hand haben. Ich sehe hier kein Glas. Ich sehe hier nicht das richtige Glas. Dann müssen wir uns welches machen. 1, 2 Stück Sand. Die sind hier nicht mal drin. Ha, kein Sand mehr da. Wohl alles für TNT ausgegeben. Das kommt vor. Dann schmeißen wir hier Sand rein. Dann brauchten wir Kupfer und wir brauchten Bronze. Habe ich wohl irgendwo Bronze? Das ist eine verflixt gute Frage. Habe ich schon mal welche hergestellt? Ja, hier haben wir welche, aber das sind nur 2. Wie war nochmal das Rezept für Bronze? Bronze ist eine Legierung. Die sollten wir uns hier zusammenmischen können. Und zwar aus Kupfer und Zinn. 48 zu 16. Sind das 3 zu 1? 3 mal 6, 18? Jawohl, das sind 3 zu 1. 3 Stück Kupfer, ein bisschen Tin. Das machen wir uns gleich in Blockform. 1, 2, 3 Stück Kupfer, ein Stück Tin. Yep. Denn wenn wir gleich Blöcke davon reinschmeißen, bekommen wir umso mehr Bronze dabei raus. Das kann nicht schaden. Und das Ding ist momentan nicht voll. Das ist ja ganz gut soweit. Ist hier noch mehr Stein drin? Yep, einiges. Dann leeren wir das erstmal raus, denn mehr Stein, wups, will ich im Moment nicht. Dann hole ich meinen Eimer zur Hand und wir füllen die Smeltery auf, damit wir hier wieder ein wenig mehr Lava drin haben und die wieder arbeiten kann. Und dann schmeißen wir das rein, damit wir Kupfer bekommen.
Das ist interessant, das muss ein Bug sein. Der Kupferblock, der Zinnblock ist tatsächlich instant geschmolzen. Da hat wohl was gesponnen, aber das macht nichts. Das dauert jetzt noch ein bisschen, da bekommen wir unser Kupfer. Alles klar, dann kann ich derweil eigentlich schon mal den Stein zurückfüllen. Ich sehe nichts, was dagegen sprechen würde. Und dann würde ich sagen, melde ich mich zurück, wenn ich das Bronze habe. Okay, das Sturdy Casing, das wir brauchen, hat ein Rezept in der Rolling Machine. Da habe ich nun die Bronze schon reingelegt. Eine Rolling Machine funktioniert aber ja nun so, sie produziert nur, wenn sie mehr als ein Item pro Slot hat, außer man klickt hier drauf. Das ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Mechanismus, der dafür sorgt, dass man dieses Ding automatisieren kann, ohne dass sich das Rezept, das da drin liegt, mit der Zeit verändert. Jetzt haben wir unser Sturdy Casing. Ich habe kein Kupfer am Mann, das können wir aber nachholen. Habe ich Glas da? Nein, irgendwie bin ich da. Ach nee, das habe ich hier erst gemacht, nicht wahr? Genau. Dann nehmen wir uns Kupfer hier raus und sollten jetzt in der Lage sein, diese Centrifuge zu machen. Perfekt. Das übrige Kupfer legen wir zurück und schauen in unser Questbuch. Das sagt, yep, passt. Und gibt uns Honey Drops. Honey Drops bekommen... Nein, die bekommen wir, glaube ich, nicht aus der Centrifuge. Sondern die können wir, glaube ich, in die Centrifuge packen. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Ihr merkt, ich bin nicht besonders firm mit Forestry-Werkzeugen bzw. Maschinen. Die habe ich selten benutzt bisher tatsächlich. Aber wir steigen dadurch, kein Problem. Wie geht's denn nun weiter an der Stelle? Ich frage mich außerdem, was wohl freigeschaltet wurde mit dieser Quest. Ich weiß es nicht. Lasst mich mal die Quests durchgucken. Okay, ich muss passen, ich habe nichts gefunden. Aber lassen wir uns davon nicht ins Boxhorn jagen. Wir können uns als nächstes einen Fermenter bauen und eine Biogas-Engine. Okay. Öl wird aus zerfallendem Biomaterial über eine sehr lange Zeit gebildet. Das hat dir die Idee gegeben, vielleicht kannst du etwas Ähnliches in schneller Zeit machen. Eine Flüssigkeit, die reich an Energie ist. Natürlich wirst du eine neue Art von Maschine, eine neue Art von Generator brauchen, um das richtig benutzen zu können. Die Biogas Engine benötigt eine kleine Menge Lava, um zu starten, um warm zu werden. Aber sobald das Ding einmal läuft, kannst du es mit Biomasse befüllen und es braucht keine Lava mehr. Der Fertilizer... Den Fertilizer, den du brauchst, um einen Fermentationsprozess zu starten, den bekommst du aus Salpeter. Und erinnert ihr euch noch, dass ich mal gesagt habe, man kann keine Forestry-Multifarms benutzen, weil man dafür dieses Forestry-Erz, wie heißt das nochmal, brauchen würde, angeblich, so habe ich es gesagt, dass man nur von Bienen bekommen kann in dieser Map. Das war tatsächlich Quatsch. Ich hätte gedacht, das wäre so, aber vielleicht wurde das mit einem Update gefixt oder ich lag da einfach daneben. Aber tatsächlich, ist dem nicht so. Man kann diesen Salpeterdünger verwenden in diesen Multifarms. Und ich finde gerade nicht, wie dieses komische Erz hieß, das ich gemeint habe. Irgendwas mit Apartheid war es, genau. Das dachte ich, bräuchte man, aber das bekommt man tatsächlich nur aus Bienen. Aber dem ist nicht so. Wir können Salpeter auch dafür verwenden. Aber wie auch immer, ich habe dann ja mit Robotern automatisiert, das ist ja auch okay. Wie auch immer, wir sollen einen Fermenter und eine Biogas-Engine machen. Wie bekommen wir denn erstmal den Fermenter? Den bekommen wir mit Bronze-Gear und einem weiteren Sturdy Casing. Alles klar, gut, dass wir jetzt ein wenig Bronze vorrätig haben. Wie machen wir uns daraus Bronze Gear? Wir brauchen Stone Gear. Okay. Hier drin sollte ich die Rezepte dafür liegen haben. Wood Gear. 1, 2, 3, 4. Da brauchen wir ein paar mehr Sticks. Habe ich da noch welche? Nicht so wirklich. Kein Problem. Wir haben eine Menge Oak Wood. Da machen wir uns einfach eine ganze Reihe von Sticks. So. Die packen wir dann hier dazu.
Hier unten. So, dann haben wir hier das vierte Gear. Wir machen uns 1, 2, 3, 4. Jetzt braucht es mehr Cobblestone. Jetzt mangelt es schon am Cobblestone, ich glaube. Ich glaube, ich spinne. 3, 4 davon. Und dann brauchen wir nichts mehr. Nur Bronze außenrum. Okay. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Alles klar, dann mache ich uns noch ein Sturdy Casing. Und auch das ist unterwegs. Perfekt. Sturdy Casing. Nun brauchen wir zu diesen 4 Gears und dem Sturdy Casing nur noch 4 Glas. Habe ich hier zufällig? Nö. Dass ich überhaupt kein Glas rumliegen habe. Man könnte meinen, solche Sachen hat man auf Vorrat. Von wegen. Ich habe eine Menge Sand gecraftet, weil ich mal wieder meine TNT-Blume da hinten nachgefüllt habe. Da machen wir uns jetzt einfach mal ganz dreist 2 Stacks Glas. Die reichen dann mal wieder fürs Erste. Und ich melde mich, wenn ich 4 Glasblöcke habe und diesen Fermenter craften kann. Und da haben wir den Fermenter. Das war nicht weiter schwierig. Jetzt steht die Biogas Engine auf dem Plan. Oh, hier bekommen wir sogar diesen Fertilizer. Jetzt will ich aber doch nochmal gucken. Fertilizer. Concentrated Compound. Okay, das ist eine Möglichkeit. Da ist dieses Rezept mit Appetite. Das habe ich gemeint. Ha. Ich sehe hier tatsächlich überall nur den Appetite. Das können wir ja nur von Bienen bekommen. Hatte ich doch recht? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Aber lassen wir uns davon nicht ins Boxhorn jagen. Es geht um die Biogas Engine. Wir brauchen noch mehr Bronze, einen Piston und etwas Redstone. Habe ich noch einen Piston irgendwo rumliegen? Genau. Pistons sind so ein typisches Ding, das man immer wieder braucht und wo man sich immer wieder ärgert, dass man es neu craften muss. Deswegen habe ich meistens einen Vorrat davon rumliegen, damit mir das nicht ständig passiert. Ich denke, ich werde noch mehr Bronze brauchen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann machen wir uns diesmal einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Machen wir uns gleich doppelt so viel Bronze wie beim letzten Mal. Dann haben wir da erstmal ausgesorgt, was das angeht. Und dieser Stein nervt mich schon wieder. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Oh Mann, das nervt. Bis gleich. Okay. Hier haben wir nun auch die Biogas Engine. Damit haben wir diese Quest ebenfalls abgeschlossen. Düdüm. Geschafft. Was können wir denn weiterhin anstellen? Jetzt haben wir, not for drinking, die Still. Biomasse ist... oh, das ist ein schöner Satz. Biomasse ist dir nicht umweltschädlich genug. Wenn du sie aber in der Still destillierst, macht das Ethanol daraus. Ein Biokraftstoff, der in seiner Zusammensetzung ähnlich ist wie Öl und als solcher auch in der Combustion Engine verbrannt werden kann. Und diese Combustion Engine ist diese Buildcraft Engine, die man mit Wasser kühlen muss und die relativ stark ist. Aber dann machen wir uns mal diese Still, oder? Gucken wir mal, wie ist denn hier für das Rezept? Von Extra Trees gibt es auch eine Distillery. Aha. Wir brauchen wieder ein Sturdy Casing. Der Rest ist einfach. Okay, so ein Sturdy Casing können wir uns aus dem Hut zaubern sozusagen, denn ich habe noch genug Bronze zur Hand. Dann machen wir das nochmal so. Und dann lege ich jetzt einfach mal eine zweite Fuhre davon rein, weil ich gerade schon so viele davon gemacht habe, da erscheint es mir nicht mehr klug, das immer reinzufüllen und nochmal rauszunehmen. Also halten wir uns das Rezept jetzt hier einfach mal bereit, falls wir nochmal so ein Ding brauchen. So, da haben wir auch die Still. Wunderbar, alles klar. Wir haben jetzt neue, verschiedene Methoden, Strom zu erzeugen. Das Problem ist, dass ich meinen Strombedarf hiermit halt ziemlich gut decken kann. Und dann kommt ja auch schon der Sprung zum Mechanism. Deswegen lohnt es sich nur eingeschränkt, jetzt bei Forestry zu verweilen. Aber was wir machen könnten, ist, wenn wir unser Bienen-Setup bauen, könnten wir unsere Verarbeitung von Bienenprodukten aller Art
mit Forestry alleine antreiben. Das wäre vielleicht eine interessante kleine Herausforderung. Mal sehen. Als Quest-Reward haben wir dafür eine Kanne oder 16 Kannen Biomasse bekommen. Naja, kann ich jetzt nicht wirklich viel damit anfangen. Diese Questline ist fast fertig. Was halt immer noch fehlt, sind diese dummen Perlaustern, weil ich an die bis heute nicht rangekommen bin, denn ich habe einfach keine gefunden unter Wasser. Eventuell, wir werden in absehbarer Zeit diese Schatzkarte hier benutzen und ein wenig auf Erkundungstour gehen. Ich denke, dass das dann eine gute Gelegenheit ist, unterwegs auch mal eben noch nach Muscheln zu suchen, wenn wir ja ohnehin schon auf dem Weg sind. Irgendwie glaube ich, ja, das klingt doch ganz sinnvoll. Was können wir denn noch an Quests absolvieren? Wir haben hier noch welche. Dieses Ding wäre zum Beispiel praktisch. Linear Construction. Ihr erinnert euch bestimmt an den Builder's Wand von Extra Utilities. Extra Utilities haben wir hier nicht installiert. Aber dieses Gerät gibt uns ähnliche Fähigkeiten. Und ich frage mich gerade, warum zur Hölle habe ich diese Quest nicht absolviert, bevor ich diesen Turm gebaut habe. Das wäre schlauer gewesen. Aber naja. Simil Sex Transductors. Auch wenn das eine schwierig auszusprechen ist, ist dieses Ding verdammt praktisch, um damit zu bauen. Das ist ein Basic Simil Sex Transductor. Mann. Diese Dinger erlauben eine bestimmte Art Block in einer Linie zu platzieren und das erleichtert und beschleunigt deine Bauvorhaben natürlich ungemein. Habe ich erwähnt, dass sie echt cool sind? Ja, gewissermaßen. Wir bekommen Limestone hier draus. Das ist, glaube ich, der Mariculture Limestone. Der könnte praktisch sein. Also, Basic Simil Sex Transductor. Machen wir uns dran. Wie ihr seht, ist dieses Ding tatsächlich recht einfach zu craften. Das einzig wirklich Schwierige daran in anderen Packs wäre vielleicht die Enderperle. Und, nun steht hier, wir können an diesen Block an verschiedene Seiten gehen und dann zeigt es uns an, in welche Richtung man von hier aus gehen würde. Und ich vermute, man baut mit dem Block automatisch, den man ansieht. Das will ich jetzt natürlich ausprobieren. Nehmen wir uns mal irgendeine Sorte Block hier raus. Wie wäre es zum Beispiel mit Netherrack? Davon haben wir ja schließlich genug. Und wenn ich den, jetzt brauche ich den Konduktor natürlich in der gleichen Leiste, damit das funktionieren kann. Zumindest gehe ich mal davon aus. Dann packen wir uns hier einfach mal zwei davon hin und diesen Konduktor nehmen wir uns jetzt. Und wenn ich jetzt oben nach den Pfeil nach oben wähle und rechts klicke, dann setzt er einen drauf. Und auch wenn das schon mehrere Blöcke entfernt ist. Und dann kann ich das Ganze auch nach rechts machen. Okay. Dieses Ding ist verflixt cool. Ha, das ist ja unglaublich praktisch. Schick. Das ist, glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Mod ist, die erst mit einem der Updates ins Pack eingezogen ist. Denn in der Questline war diese Quest mit diesem Konduktor noch nicht immer vorhanden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Alles klar, wir haben also ein praktisches Werkzeug mehr. Und dann gab es in dieser Questline noch eine andere Quest. Erstmal schließen wir aber die ab. Und schnappen uns diesen Limestone. Und dann haben wir hier unten Fresh Coat of Paint. Eine frische Schicht Farbe heißt das. Manchmal willst du, dass deine Kisten anders aussehen als Holz. Yep, das stimmt. Da kommt der Painter ins Spiel. Packe einfach eine Kiste in den linken Slot und gib etwas dazu, das so aussieht, wie du die Kiste aussehen lassen willst. Und prompt wird daraus eine ganz neue, angemalte Kiste. Das finde ich ziemlich cool, denn Vanilla-Kisten sehen ja irgendwie ziemlich dumm aus. Die gefallen mir nicht so wirklich. Die hier sind schon schicker, aber die kann man ja leider nicht transportieren. Also, schick, wir machen uns so einen Painter. Hier steht nochmal, wie man das Ding bedient. Okay, ein Painter, ne? Schauen wir mal nach. Painter. Und dieses Modell hier sieht immer noch hammergut aus.
Wir brauchen, und das liegt irgendwie nahe, 4 verschiedene Arten Dye, beziehungsweise es sind sogar 4 bestimmte Farben. Wir brauchen Schwarz, Grün, Rot und Blau. Wir brauchen 4 Eisen und eine Workbench. 1, 2, 3, 4 Eisen. Eine Workbench, beziehungsweise ein Crafting Table. Habe ich da noch irgendwo einen rumliegen? Meistens habe ich irgendwo irgendwelche von diesen Dingern, die ich mal gecraftet habe und da nicht wegwerfen wollte. Aus irgendeinem Grund. Darum schwirren bei mir fast immer irgendwo Crafting Tables rum. Aber fast immer. Die Betonung liegt wohl auf fast, denn ich finde gerade keine. Das wundert mich ja direkt so ein bisschen. Aber das soll uns nicht weiter verschrecken. Ich glaube, daraus macht man so Natura Crafting Tables. Das sind wieder so besondere, die wollen wir dann eigentlich nicht. Nehmen wir uns mal lieber ein wenig Birchwood raus und dann brauchen wir eine Axt. Da habe ich aber eine im Inventar. Ich brauche so eine von Tinkers Construct. Und ich gucke immer noch, ob ich nicht doch einen Crafting Table übersehen habe, aber ich sehe keinen. Okay, was soll's. Da geht ja auch nichts verloren. Hier sind wir. Eine Axt. Vollständig repariert, sonst würde es nicht gehen. Und dann brauchte ich noch diese Farben. Einmal kann ich ja Lapis Lazuli nehmen. Da habe ich sicher noch welchen hier drin. Jawohl, dann haben wir Blau. Dann brauchen wir Rot. Das haben wir hier. Dann brauche ich Grün und Schwarz. Schwarz. Da bräuchten wir ein Inksack. Ja, haben wir. Jetzt noch Grün. Dafür müsste man normalerweise Kaktus braten im Ofen. Schauen wir mal. Habe ich überhaupt Kaktus angepflanzt? Ah, hier. Jawohl, passt. Hervorragend. Dann sollte ich dieses Item craften können. Oder auch nicht. Hä? Schauen wir mal. Blau, Grün, Rot, der Inksack. Ah, ich habe... Habe ich Tinten? Ach nee, ich habe das Eisen hier drin gehabt, deshalb hat das nicht funktioniert. Alles klar. Wir haben jetzt einen Painter. Dann packen wir den mal beispielsweise hier hin. Warum denn auch nicht? Hui. Ist das für die 4 Seiten von der Kiste? Ich muss das mal nochmal nachgucken. Was steht hier? Oh. Aha. In den ersten Slot packst du, was du anmalen willst. What you want to paint. Das ist wahrscheinlich die Kiste. In den zweiten Slot packst du den Block, der die normale Textur, die Plankentextur ersetzt. In den dritten packst du alles, was man für den Rahmen der Kiste normalerweise benutzen würde. Und in den letzten Slot packst du Bleiche, um die Farbe der Wolle oben auf der Kiste zu beeinflussen. Ich verstehe, die kommen von dieser Kistenmod tatsächlich. Also die dienen dazu, diese Kisten hier zu bearbeiten. Okay, alles klar. Jetzt haben wir noch einen Crafting-Task, einen Paintbrush. Aha, statt eine Kiste oder einen Locker, es gibt ja auch Schränke von dieser Mod, die habe ich noch gar nicht benutzt. Die kannst du auch mit einem Paintbrush färben, statt mit dieser Maschine, die mit der Painting... Wie heißt das Ding? Mit dem Painter, ganz einfach. Du kannst Paint auch mit einem Paintbrush draufklatschen und dann kannst du sie eben bemalen, während sie schon am Ort und Stelle sind und musst sie nicht kaputt machen. Das ist ziemlich praktisch. Nur der Paintbrush nimmt dabei ein bisschen Schaden. Ich vermute aber einfach mal, dass der nicht allzu teuer sein dürfte. Paintbrush? Ist das in einem Wort? Ja, alles klar. Das ist einer von Buildcraft. Das ist der von Enhanced Inventories. Dann haben wir noch einen von Mariculture. Okay, gute Auswahl. Ach, das ist ja ganz einfach zu machen. Wir brauchen nur Wolle und einen Stick. Wolle und einen Stick. Machen wir einfach mal 9 String. Das ist eins zu viel, aber das macht nichts. Daraus machen wir uns Wolle. Und dann brauche ich nur noch einen Stick. Oh, da hätte ich nur 4 gebraucht, ne? Diesen Fehler mache ich doch immer wieder aufs Neue. Und ein Stick, ein Stick, ein Stick. Da sollte so einer von Natura hier gehen.
Ich habe wieder etwas zu viel genommen. Naja, was soll's. So, dale. Und wir haben so einen Paintbrush. Alles klar. Quest absolviert. Wenn ich nun schwarze Farbe nehme und die auf diesen Paintbrush klatsche, geht das überhaupt? Was? Gelbe Wolle, Tin Frame, Rot. Das ist so random, irgendein Farbton. Okay. Oh. Mist. Das wollte ich eigentlich nicht. Sind die hier unten einfach zusammengegangen? Und sie werden auch... Aber es wird so gerendert, als wäre nur die Hälfte davon voll. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das ein Bug ist und dass die Hälfte dieses Kisteninhalts einfach komplett verschwunden ist. Das wäre mega ärgerlich. Gute Nachrichten. Der Inhalt der Kiste ist schon noch da. Ich habe die Rechte jetzt einfach mal kaputt gehauen. Was im Nachhinein vielleicht nicht allzu schlau war. Verdammt. Wenn ich schon dabei bin, eine bessere neue Kiste zu machen, kann ich sie genauso durch einen Locker ersetzen. Machen wir das doch mal. Ich habe jetzt hier so eine Goldkiste gemacht, die ist aber schon voll, auch wenn man hier noch 3 Slots sieht. Und ich brauche noch etwas mehr Platz. Hier wäre die originale Kiste, die größere. Ich könnte einfach die nehmen, aber ich glaube, ich habe Bock, tatsächlich mal so einen Locker zu verwenden. Da geben wir doch lieber diese Kiste einfach mal hier rein. So. Jetzt habe ich einen normalen Locker. Dann kann ich da natürlich einen Locker Mark II daraus machen. Das ist dieses Ding. Dafür umgebe ich das Ding einfach mit Kupfer. Dann haben wir einen Locker Mark II. Gold außenrum macht daraus einen Locker Mark III. Mit Lapisblöcken außenrum wird ein Locker Mark IV daraus. Einen Locker Mark V bekommen wir über Quarzblöcke. Einmal Diamanten außenrum und wir haben einen Locker Mark VI. Und das soll dann auch genügen, denn für alles mehr bräuchten wir Kobalt oder Ardite. Oder habe ich davon noch etwas rumfliegen? Irgendwo? Ich muss mal nachsehen. Da hatte ich gerade so genug Ardite, um diesen Locker Mark VII daraus zu machen. Gut. Ist wohl noch ein Locker Mark 8 drin. Schauen wir mal. Mark 6, 7, 8. Das ist der allerletzte. Ich wette, wir brauchen hier, yep, Manulin oder Netherstars. Manulin ist dann doch etwas einfacher zu bekommen. Und ich glaube, da habe ich auch noch welches hier draußen. Wollen wir mal sehen. Manulin. 7. Verflixt. Aber ich habe hier noch einen Kobalt und ich habe gerade noch diesen einen Ardite Ingot gehabt. Wenn wir die beiden zusammen da reinschmeißen, sollte ich gerade so genug Ardite haben, um dieses letzte Upgrade zu machen. Und dann habe ich eben noch ein bisschen Luft nach oben bei der Befüllung dieses Lockers. Denn der wird meinen ganzen gecrafteten Kram aufnehmen müssen und das wird nicht weniger, erfahrungsgemäß. Das wird immer mehr. Okay, ich hatte absolut keine Lust auf noch so eine Kistenexplosion. Deswegen machen wir das jetzt anders und lagern das Zeug sozusagen zwischen. Ich muss nicht auf Open machen, sondern auf Energy Pulsar. Wenn ich das Ding jetzt richtig rum eingestellt habe, das habe ich offenbar nicht. Doch. Dann sollte das eigentlich jetzt Items hier rausziehen und hier reinpacken. Das passiert aber einfach nicht. Warum? Was soll das? Aha, es musste einfach eine Holzpipe sein. Ich dachte, das ging ja auch mit Emerald Pipes, aber das ist wohl nur bei Flüssigkeiten der Fall. Wie auch immer, jetzt wird diese Kiste hier langsam, aber sicher, und es sind ja keine großen Stacks drin, also ist das okay, entleert und in diese große Kiste hier reingepackt. Und wenn das soweit ist, mache ich diese Kiste hier drunter weg, setze da diesen fertigen Locker hin. Wir können derweil mal gucken, das Manulin sollte fertig sein, das übrige. Jawohl. Dann packen wir hier wieder den Redstone hin, leiten das raus
Und dann habe ich 8 Stück. Yes! Das ist genug für den größten möglichen Locker. Den craften wir uns dann mal eben. Dann gehen wir mal hier hin. Hier ist nichts im Weg. So, einmal und zweimal. Yes! Gigantischer Locker of Doom. Und dann komme ich zurück, wenn das hier leer ist. Wow, das wäre beinahe richtig schief gegangen. Mein Buildcraft-Setup hat einen Fehler gehabt, einen Bug, der dazu geführt hat, also dieser eine Pipe hier, hat tatsächlich dazu geführt, dass mein Spiel gecrashed ist und als ich mich dann wieder eingeloggt habe, nach 3 Sekunden oder so ist das Spiel wieder gecrashed. Glücklicherweise stand ich hier, wo ich jetzt stehe und habe die Buildcraft-Pipe dann zerschlagen, während das Spiel noch so halb am Laden war und dadurch konnte ich verhindern, dass es ein drittes Mal crasht. Und ja, jetzt habe ich diesen Safe, diesen Locker hier hingepackt und die Rückfuhr der Items, den Rest habe ich dann einfach von Hand rüber geschaufelt, erledigt jetzt ein guter alter Vanilla-Minecraft-Hopper. Da kann man sich zumindest darauf verlassen, dass das Spiel nicht abstürzt, zumindest in dieser Minecraft-Version. So, das Ding wird tatsächlich recht zügig ausgeleert, das ist wunderbar. Und dieses Teil hier hat, guckt euch das an, das hat eine Menge Platz, das gefällt mir sehr gut. Perfekt. Dieser Hopper ist irgendwie so ein bisschen langsam. Aber das macht nichts, wir haben es bald. Sehr gut. Okay, das Verstauen ist fertig. Das sieht ziemlich cool aus und hat unfassbar viel Platz. Das Ding müssen wir erstmal vollkriegen. Ich schaffe das irgendwann, garantiert. Aber fürs Erste noch nicht. Das wird noch dauern. Und genau das wollte ich damit ja erreichen. Und damit ist die Folgenzeit schon wieder vorbei, beziehungsweise ich habe schon wieder ganz furchtbar überzogen. Ich krieg's zurzeit nicht hin, die Folgen einigermaßen im Rahmen zu halten. Die letzte war auch schon so furchtbar viel zu lang. Naja, wir haben aber dafür auch einiges geschafft. Wir haben am Tower weitergebaut, an unserem Mage Tower. Der sieht richtig gut aus, finde ich. Ich sehe gerade, ich muss hier diesen dunklen Stein, wie heißt das da nochmal, Grimstone, den muss ich an den Seiten hier noch ein wenig weiter runterziehen, damit das gleichmäßig ist. Und vielleicht mache ich dann auch diese Querbalkenstruktur auf alle Seiten. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Aber das Ding gefällt mir richtig gut soweit. Und ich glaube, wenn wir da oben so eine Aura-Note als Auge von Mordor drauf machen, das wird ziemlich cool. Da ist noch ein bisschen hin, aber wir haben es ja nicht eilig. Ich liebe dieses Modpack. Ich habe kein Problem damit, es länger zu spielen als unbedingt nötig. Damit verabschiede ich mich dann von euch. Nochmal frisch angezogen in Elementium-Rüstung mit Flügelchen an den Beinen. Ich meine, wie awesome ist das bitte? Ich liebe diese neuen Modelle. Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hatte Spaß. Ich habe Sorge gehabt, dass ich das mit diesem Turm nicht gut hinbekomme. Das hat mich auch ziemlich viel Zeit gekostet. Ich bin kein guter Bauer, was man an dieser furchtbaren Hütte von einem Haus sieht. Aber ich gebe mir Mühe. Und ich bin natürlich für eure Vorschläge offen. Ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder am Start. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Bye, bye.